Mein Name ist Arne Lietz, ich bin SPD-Europaabgeordneter für Sachsen-Anhalt und ich freue mich sehr, wir haben mehrere Dutzend One-Campaigner hier. Katharina Herzog ist eine von denen, du kommst aus Deutschland. Was macht ihr heute hier und was sind eure Forderungen? Hallo, ich bin als eine von vielen deutschen und europäischen Jugendbotschafterinnen hier in Brüssel, um für einen fairen und aufgestockten EU-Haushalt für die Entwicklungszusammenarbeit zu kämpfen und mit Abgeordneten wie Herrn Lietz zu sprechen. Wir haben vier konkrete Forderungen mitgebracht. Das ist einmal, wir wollen, dass das 0,7% ODA-Ziel eingehalten wird. Das bedeutet konkret 140 Milliarden Euro für die Entwicklungshilfe. Dann wollen wir einen starken Fokus für die Beseitigung extremer Armut. Das muss in allen Dokumenten stehen und einfach in den Fokus gerückt werden. Wir fordern, dass mehr Geld in die weniger entwickelten Staaten und die Fragile States geht. Also nicht wie jetzt 25%, sondern 50% der Mittel. Und wir fordern Geschlechtergerechtigkeit. Die EU soll sich an die versprochenen 85% des Gender Action Plans halten und den Fokus auf Geschlechtergerechtigkeit setzen. Unterstützt du unsere Forderungen, Arne? Das sind meine Themen auch im Europaparlament. Wir haben das Budget für 2019 besprochen, für die Entwicklungszusammenarbeit. Und da habe ich mich eingebracht. Ich bin sogar noch einen Schritt weiter gegangen. Ich will nicht nur 0,7% der ODA-Quote haben, das, wo sich die Staaten seit Jahrzehnten verpflichtet haben, sondern ich will, dass die aktuell noch mit eingerechneten Kosten für die Unterbringung und Unterstützung der Flüchtlinge, die in die Länder kommen, dass das nicht mit reingerechnet wird, weil das hat nichts mit Entwicklung in anderen Ländern zu tun, sondern das sind eigene Kosten, die entstehen. Und deswegen ist uns das gelungen. Das haben wir dieses Jahr abgestimmt im Sommer. Der Entwicklungsausschuss hat sich dazu ausgesprochen. Und ebenfalls die Erhöhung und Verstärkung der unterentwickelten Länder, dass die mehr Budget bekommen und dass es dort eine Fokussierung geben muss. Auch das haben wir inhaltlich eingebracht. Und du hast noch was mitgebracht. Ja. Mit mir unterstützen inzwischen über 37.000 Europäer und Europäerinnen unsere Forderungen und ich würde dir gerne diese Petition überreichen. Wir fordern alle auf, sie uns zu unterschreiben und zu unterstützen und wir hoffen, dass wir einen stärkeren EU-Haushalt für die Entwicklungsländer erreichen können. Das ist ein wichtiger Punkt. Der nächste Finanzhaushalt wird aufgebaut, jetzt aufgestellt zwischen 2021 und 2027. Die 0,7% sind ein wichtiges Ziel, aber ich glaube, wir brauchen wirklich 1%, um die entwicklungspolitischen Ziele 2030, die auch die Europäische Union unterstützen will, sich dafür stark gemacht hat, auch tatsächlich umzusetzen. Von daher ist es ein lohnenswerter und wichtiger Punkt. Und was ich extrem hoffe, dass die Mitgliedstaaten, auch der Deutsche Bundestag, sich endlich dazu durchringt, die 0,7% klar und glatt zu ziehen, auch ohne die Flüchtlingskosten. Ja. Wenigstens mit den Flüchtlingskosten als ersten Schritt. Das muss aber kommen, weil wir brauchen Unterstützung der nationalen Länder. Wir haben vier europäische Länder und in Großbritannien interessanterweise ist es rechtlich verbindlich. Da müssen wir auch in Europa hinkommen und auch das Europabudget muss so aufgestellt sein. Von daher herzlichen Dank für eure Aktivitäten. Und wir freuen uns, mit dir einen großen Unterstützer zu haben. Gerne. Alles Gute. Danke.